Heute ist der erste Ramadan-Tag in diesem Jahr, daher gibt es das Rezept zu diesem türkischen Fladenbrot. Das Brot gibt es in der Ramadan-Zeit oft bei uns zu Hause. Es ist nämlich super einfach gemacht und es schmeckt einfach köstlich. Wie jedes Jahr an Ramadan gibt es am ersten Tag das Rezept zu diesem Brot und in den nächsten Tagen werden viele türkische Hauptspeisen sowie Süßspeisen folgen. Ich hoffe, ihr freut euch. Aber nun kommen wir jetzt zum Rezept. Für den Teig brauchen wir Mehl, ein ganzes Ei sowie ein Eiweiß. Dann brauchen wir noch Öl, lauwarme Milch und Wasser, Hefe. Dann brauchen wir noch Zucker und etwas Salz. Zum Bestreichen brauchen wir ein Eigelb, etwas Joghurt und Öl. Und zum oben drüber streuen brauchen wir dann noch etwas Schwarzkümmel und Sesam. Für den Hefeteig die lauwarme Milch, das Wasser, Zucker und die Hefe in eine Schüssel hineingeben und sehr gut verrühren, bis sich die Hefe darin auflöst. Diese Mischung dann für mindestens 5 Minuten stehen lassen. Anschließend die restlichen Zutaten hineingeben und das Ganze dann zu einem geschmeidigen Hefeteig verkneten. Ich knete den Teig gute 5 Minuten in der Küchenmaschine. Hierbei könnt ihr den Teig aber auch mit den Händen kneten. Den Teig gebe ich dann in eine leicht eingeölte Schüssel, decke ihn ab und lasse den Teig für mindestens 45 Minuten gehen. Nach der Gehzeit sollte sich der Teig schön verdoppelt haben, den Teig dann in entweder 2 große oder 6 kleine Teile einteilen und diese dann auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen und dann mit den Händen zu Teigfäden formen. Hierbei könnt ihr als Hilfe eure Hände etwas einölen. Aus diesem Rezept bekommt ihr entweder 2 große oder 6 kleine Fladenbrote raus. Das heißt, ich habe jetzt einfach den Teig halbiert, habe mit der einen Hälfte ein großes Fladenbrot geformt und mit der anderen Hälfte 3 kleine. Nachdem ihr mit den Händen den Teig zu Teigfäden geformt habt, das Eigelb mit dem Joghurt und Öl sehr gut verrühren, dann die Finger in die Eimischung reintunken und dann auf die Fladen die typische Form eindrücken. In diesem Zustand lässt ihr die Fladenbrote nun für weitere 15 Minuten gehen und in dieser Zeit könnt ihr schon mal den Backofen auf 220 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Nach der Gehzeit auf die Fladenbrote nochmals von der Eiermischung auftragen und dann mit Schwarzkümmel und Sesam leicht bestreuen. Und dann werden endlich die Fladenbrote gebacken und das für ca. 10 bis 15 Minuten. Die kleinen habe ich ungefähr 12 Minuten gebacken und die größeren backe ich ungefähr 15 Minuten. Achtet einfach nach den 10 Minuten mal, wie braun die geworden sind. Die Pides müssen leicht goldbraun werden. Nach der Backzeit die Fladenbrote am besten sofort mit einem Küchentuch abdecken. So werden die Fladenbrote einfach super weich und ja. Und als kleine Randinfo, die Fladenbrote backe ich immer von unten auf der zweiten Schiene, so bekommen die von unten und von oben die perfekte Bräune. Schaut mal, nach der Kühlzeit sind die Pides wirklich super weich, also perfekt zum Befüllen zum Beispiel mit Fleisch, Köfte, Salat oder auch vieles mehr. Auch könnt ihr die zum Beispiel einfach als Beilage zu Suppen, zu vielen Hauptgerichten servieren.
Die genauen Mengenangaben zu dem Rezept findet ihr natürlich wie immer unten in der Infobox. Ich hoffe, euch hat das Rezept sowie das Video gefallen. Lasst mich gerne unten in den Kommentaren wissen, wie ihr das Rezept findet. Und an alle, die fasten, ich wünsche euch eine tolle Fastenzeit. Und an alle, die nicht fasten, ihr könnt das Rezept natürlich auch nachbacken. Denn bei uns gibt es das Fladenbrot nicht nur an Ramadan, sondern mehrmals im Jahr. Und ja, viel Spaß beim Nachbacken und wir sehen uns in meinem nächsten Video.